Zurück bei AT Freedom Cry. Ja, vorgestern hatten wir die Mission nach Port-au-Prince zurückzukehren. Die werden wir jetzt vollenden. So, müssen wir lang? Ich würde sie aber noch hier lang. Da ich Assassine bin, den Brücken zu langweilig. Ich muss natürlich über Seile klettern. Wäre hier kein echter Assassine. Wäre ja voll uncool. So, ab zurück nach Port-au-Prince. Mal gucken, wie lang der DLC ist. Also ich habe ihn jetzt im Angebot für 8 Euro bekommen. Da erwarte ich jetzt nicht allzu viel Spielzeit. Ich denke mal so 3 Stunden erwarte ich jetzt mal. Und ja. Keine Angst, da jetzt welche denken, ich habe Daylight auch gebrochen. Das Epi wird natürlich auf jeden Fall durchgehen. Weil das weiß ich schon, dass es geil ist. Daylight war einfach am Ende richtig scheiße, das Spiel. Es wundert mich auch nicht mehr, dass es nur schlechte Wertungen bekommen hat. Aber naja, Angstthema. Donnerbüchse. Die Donnerbüchse ist eine Schusswaffe, die mehrere Ziele gleichzeitig treffen kann. Sie hat eine kurze Reichweite, kann nur einmal abgefeuert werden, bevor sie nachleveln muss. Und Treffer wirken tödlich. Gut. Alter. Mega OP ist er denn bitte? Gut, da müssen wir lang, da müssen wir lang und das nehmen wir. Stimmt, hier war die Plantage, die wir befreit haben. Und dann rennen wir mal. Da müsst ihr erstmal ein bisschen mehr Runes rekrutieren erstmal. Was machen wir da denn mal? Lololo. Laufen wir ein bisschen. Very spannend und so. So. Erstmal die Gefahr gebannt. Guck mal, hab ich's rekrutiert, oder? Alter, fuck. Komm mal weg. Ich hab echt nur drei Gegnertypen. Einmal die man einmal kontern muss, dann die, wo man die Verteidigung durchbrechen muss und die, wo man einfach auf Schluck kloppen kann. So, nächsten befreiten. So, hier auch mal befreien. Ich denke, wir müssen einfach hier alle. Seht euch nur diesen Körperbau an. Los, okay. Befreien. Ihr habt mein Leben gerettet. Du hast genug durchlitten. Gut, dann ist man deutlich mehr direkt. Man. Guter Zug. Komm auch nochmal. Schutzschild. Dem. Zack. So, rein. Vielen Dank. Dieses Mal hätten Sie mich sicher. Gerne, Bruder. Oh, was ist hier los? Dem. Oh, es hat aber dick Damage gemacht. Alter! Hm.
Lol. Gut, achso, okay. Nein! So, weg mit dem. So. Frei. Von Gott gesandt. Erfülle deine Ahnen mit Stolz. 12 von 20 haben wir. Gut. Können wir weitermachen. Da drüben ist die Action. Da ist ein Käfig, perfekt. Jetzt müssen wir auch wieder gut Leute befreien. Da ist der Schlüsselträger. Oh man, jetzt schon wieder. Alter, Damage haben wir gemacht. So. Den lassen wir. Na gut, Alter, war du. Wenn du unbedingt willst. So. Schlüssel. Und Tür auf. Ich war sicher, ich müsste sterben. Keine Ursache. Mir wird schlecht. So. Da hinten wieder mehrere Typen. Denke ich mal, ist auch hier was los. Sperrgebiet haben wir bestimmt. Was da rausholen? So, hier müssen bestimmt irgendwo Sklaven sein. Eiskalt, ey. Geschild. Und der letzte. Leider sei mal keine Sklaven, aber immer in das Sperrgebiet gewonnen. Zack. Für ein stylisches Luftantrag. Zack. So und befreien. Niemand verdient so etwas. Hinten ist noch eine Truhe. Können wir uns nochmal gönnen. Also ist nicht in den Heuhaufen. So, da ist hier Erdbeuten. Wir hätten schon Käfig hier auf der Karte. Mütig mit euren Sklaven. Sklaven sind die Flucht, seid ihr. Gut, einmal die Schlüsselgeiern hier. Nein, Schlüsselgeiern. So. Und Türchen auf. Zack. Du hast meine Freunde kommt raus. Zwei Stück noch. Haben die Ehre, während der nächsten Tage eine große Expedition dann sehe ich noch einen Schlüsselträger. Oh, Schlüssel ist auch ein Käfig, genau. Was kann ich fast dann noch machen? Kann man draufschießen, explodiert das, ne? Ja, das kriegen wir nicht so viel, nicht gerade die Gegnermenge.
Oh, da fliegt einer. Können wir uns mal. Nein, nicht da rein. Oh Mann, manchmal ist die Störung echt. Gott. So. Ja, der Herr rennt einmal raufschießen. Weg mit dem. Zack. Jetzt yes, Tür fahren. Alter, Hammer. So. Bestimme selbst über dein Leben. So, ich kann jetzt die Mission starten, aber erstmal möchte ich die Kiste haben. Die ist ja, denke ich mal, auf dem Dach. Da. So. Jetzt können wir die Mission starten. Jeden Tag treffen mehr Sklaven ein. Menschliche Fracht ist sehr lukrativ. Einst hoffte ich, Männer von Bildung könnten erkennen, was sie anrichten. Doch Profit macht sie blind. Mit dem richtigen Schiff könntest du die Sklaventransporte vor dem Eintreffen abfangen. Doch es steht dir frei zu gehen. Du hast den Maroons von Saint-Domain schon mehr als genug zurückgezahlt. Und ich bin nicht dein Herr. Ich kann nicht für dich entscheiden. Diese Brigantine wäre angemessen. Du musst nur die Crew loswerden. Bastien wird uns ihre Mädchen geben, um die Männer wegzulocken. Oder du zündest den Turm an, um sie abzulenken. Beides gute Möglichkeiten. Was ist das? Knallkörper. Einige deiner Rekruten haben sie mitgebracht. Vielleicht kannst du sie benutzen. Exzellent. Auf dein Zeichen hin werden sich unsere Männer dir anschließen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt einmal das Schiff erobern. Knallkörper werden Wachen in der Nähe zu ihrer Position locken, wenn sie angezündet werden. Dann setzen sie ein, um für Ablenkung zu sorgen und darum Wachen vor. Bla bla bla. Drücken sie links, rechts, Dreieck. Knallkörper war richtig gefehlt. Meine Beine werden hier ein bisschen gebettelt. So, alle weg jetzt. Rein. Ja, ob wenn ich hier so durchsprinte, bringt das nichts, aber irgendwie habe ich ja Bock zu kämpfen, aber schade, Knallkörper. Die auf dem Dach, die können wir mal runterholen. Ich hasse Leute auf dem Dach, die ganz nur rumballern. Nichts Nervigeres. Das wäre mal mega. So. Oh, da ist noch einer. Kommt der denn her? So. Jetzt aber. Wo ich jetzt noch ein bisschen...
Hardy hart. Was? Au. Den tippen wir gleich runter. Ja, den fällt fast nicht auf jeden Fall. Ich muss mal hin. So. Hä, was hoch? Nebenkreis. Ach, erstmal in Nürnberg. Gut, der auf den Punkt geht auf den Sack. Und schießen. Wurfballen nicht schlecht. Geht auch von hier unten. Renn ich halt da hoch, meine Güte. Gut. Problem gelöst. So, runterspringen, jetzt das Fass holen. So. Hä, wieso kann ich das Fass nicht in die... Ach so, okay. Objekt hinlegen. Ablegen. So, alle weg. Dann Abwüchse in die Hand. Gut, die Ablenkung sollte funktioniert haben. Denn jetzt ab. Was denn, schnell muss ich halt durch. Ist ja bei AC nicht allzu schwer. Hey, kann Dark Souls so 10 Gegner unmöglich werden. So, außer den oben haben wir jetzt eigentlich mal gut aufgeräumt. Läuft, das stirbt er nicht. Weißt du was? Nein, ich bin weiter hoch. Wie komme ich denn hier weiter hoch? Das Ding springt. Nee, mal wieder runter. Ach fuck. Bin ich ja noch nicht. Wie komme ich denn am besten auf den Mast? Komme ich hier auch hoch? Ja, komme ich auch hoch. Am besten hier hoch. Nein! Na gut, er ist tot, ich nicht, sehr realistisch. Naja, ich bin halt Assassine, ich halte halt mehr aus. So. Dann klettern wir mal den Mast hinauf. So. Erstmal aufräumen.
Schon sitzen wieder hinterm Ruder. Wie wir das kennen. Von dem Spiel. Mal gucken, wie das weitergeht. Ich speichere erstmal und das ist für mich das Zeichen, diese Folge zu beenden. Wir sehen uns wieder übermorgen in einer neuen Folge Freedom Cry. Bis dahin, haut rein. Tschüss.